Hallo, herzlich willkommen zu Folge 24 des Parabelprojekts von Seilort mit mir, RSG. In der letzten Folge haben wir uns diese wunderschönen Kisten hier aufgewertet und dadurch können sie jetzt automatisch Sachen schmelzen. Und ich habe extra für Cobblestone nochmal ein Nether Furnace daneben gebaut, denn wenn wir Cobblestone zu Stein schmelzen, dann wird der automatisch weitergeschmolzen zu diesen wunderschönen Dingern, von denen wir jetzt einfach mal eben 4 Stacks haben. Aber wir haben eine freie Draw, also ist mir das relativ egal. Was mir jetzt gerade als erstes auffällt, ist, dass ich noch gar nicht das Emerald Upgrade gemacht habe für das Gerät. Das heißt, ich werde mal ganz schnell ein paar Sticks nehmen und 4 Emeralds. Wir haben nämlich, ich weiß nicht mal warum, aber ganz schön viele Emeralds. Ich glaube, das liegt an der Zelda-Mod, dass überall wie heißt das, Meteoriten durch die Gegend geflogen sind. Also überall, welche man in der Oberwelt findet. Also denke ich, dass es daran liegt, aber sicher bin ich mir nicht. Zack. Was ich jetzt sehr gut neu befunden habe, ist, dass man Glas darin super schmelzen kann in den Kisten, denn Glas schmilzt man nicht weiter. Wenn ich das jetzt hier hinlege, seht ihr, dass da trotzdem noch Glas geschmolzen wird und der, wie ihr wisst, versucht er immer zuerst den ersten Slot zu schmelzen. Und was man auch unglaublich gut, also wirklich exceptionally, also übertrieben gut schmelzen kann, Wasserflaschen. Wenn man die Silexe erstmal durch hat, die 3 Millionen Stück, jetzt haben wir nämlich 11 Stacks Silex Meat, dann kann man direkt weitergehen zu Wasser. Denn Wasserbottles können ja nicht stacken. Wenn ich aber eine Kiste habe, die so groß ist, dann kann ich einfach alle Waterbottles auf einmal reinschmeißen und danach stacken sie ja. Das heißt, es wird sogar noch wieder leerer dabei, die Kiste. Und wie ihr seht, hilft das ziemlich gut, denn wir bekommen jetzt tonnenweise Fresh Water. Selbst wenn ich es selbst eigentlich nie benutze, weil ich meinen Bucket und Wassertrick habe, sodass ich niemals out of water bin. Aber vielleicht werde ich mir nach dem geilen Trick hier sogar ab und zu mal einfach ein oder zwei Stacks von den Flaschen mitnehmen. Das sind ja 4er-Stacks immerhin. Und dann habe ich nämlich immer eine schnelle Methode, um Wasser zu bekommen. Und wenn ich dann länger weg bin, kann ich die Methode benutzen. Aber wenigstens musst du nicht immer 3 Millionen Stunden saufen, bis ich endlich wieder meinen Durst voll habe. Und außerdem habe ich ein bisschen, wenn ich jetzt sowieso schon Wasserflaschen herstelle, ein paar neue Health Potions hergestellt. Ich habe auch schon tonnenweise gebraucht. Ich bin wieder ein paar Mal gestorben. Aber naja. Es war halt wieder mal Blood Moon und ich möchte immer ein bisschen was gerne haben am Blood Moon. Apropos Blood Moon. Ich bin ein Idiot, wenn ich gerade mal darüber nachdenke. Ich habe sie doch schließlich in einer Folge gezeigt. Also warum benutzt du sie nicht erst, G, wenn du sie uns schon zeigst, ne? Und warum benutzt du sie dann nicht selber, du menschliches Menschen, Gedingens, Bummens. So, wenigstens ein bisschen Rüstung haben wir dadurch ja wenigstens schon mal. Ich vergesse die immer, weil die so schnell kaputt geht. Eine geile Alternative wäre die Travelers-Rüstung, aber Seilert hat auch mal nichts geschrieben. Wirklich. Es sind jetzt 3, 4 Wochen und er hat noch immer nichts darauf geantwortet, wie ob die Dinger jetzt funktioniert oder nicht. Und so langsam bin ich echt an dem Punkt, wo ich sage, wenn ich alle Folgen voraus aufgenommen habe, die ich voraus aufnehmen muss, dann werde ich es einfach probieren. Ich werde einfach probieren, die Dinger zu craften und wenn es crasht, dann crasht, das ist mir egal, dann sollen sie das wieder heil machen. Aber ich habe keine Lust, 3 Wochen zu warten auf eine Antwort. Ist okay, wenn er persönlich was zu tun hat im realen Leben. Da habe ich nichts gegen, wenn man im realen Leben was zu tun hat. Ja, nur dann würde ich gerne es einfach selber testen. Deswegen sage ich ja, dann teste ich das selber. Und naja, ich meine, nach drei, man kann, ich weiß nicht, wie man 3 Wochen lang nicht was machen kann und trotzdem zwischendurch online sein kann. Er hat ja auch auf andere Leute geantwortet und anderer Leute Sachen noch so mitgehört und hat auch noch mitgespielt. Aber egal, ich will dich jetzt nicht verurteilen, Salat, falls du das hier siehst. Ich will nicht irgendwie dich verurteilen. Es ist alles okay, nur werde ich es halt selber testen, wenn ich die Dinger zu Ende habe und dann, ja, notfalls darf halt, wie heißt der? Der Titel den Server hostet. Es ist nämlich nicht Seilert, der den Server hostet, das ist irgendjemand anders. Ich habe den Namen gerade vergessen, aber dann darf der Typ gerne mal wieder kurz ein Rollback machen von meinen Sachen. Ich werde wahrscheinlich irgendwie dann wahrscheinlich noch eine halbe Stunde oder so zwischendurch ein Video gucken, damit dann auch garantiert ein Backup gekommen ist. Also dann werde ich warten, bis ein Backup halt kam. So, das sehe ich ja hier. Aroma Backup macht ja Backups. Heißt also, ich werde das direkt nach einem Backup machen dann und dann auch nichts anderes mehr machen, als nur die Rüstung craften. Und dann, wenn es nicht crasht, kann ich gemütlich weitermachen. Wenn es aber crasht, dann werde ich eben, ja, gemütlich die Rüstung nicht mehr brauchen, weil dann das ja crasht. Da habe ich gerade mal angefangen. Ich habe gerade schon wieder. Wow, also wenn es crasht, dann ist halt egal, weil ich dann schon fertig aufgenommen habe. Und wenn es nicht crasht, dann geil, dann habe ich eine neue Rüstung endlich. Und dann haben sie den Fehler gefixt, was ziemlich cool wäre, wenn sie den Fehler gefixt hätten. Aber, wieder bei 5 Minuten, das ist unglaublich. Ich schaffe es irgendwie fast jedes Mal 5 Minuten zu brauchen, bis ich wirklich anfange. Jetzt sind wir bei 5 Minuten, sind es, wenn meine Timer richtig sind.
Da hat mir gerade jemand was geschrieben, das muss ich gerade kurz lesen bei YouTube. So, und da ich mal wieder einen kleinen Answering Spree begann, wie man es im Englischen so schön sagen würde. Also halt einfach mal wieder auf mehrere Kommentare gleich geantwortet, die ich dann gelesen habe. Wow. Eine davon war übrigens der Kommentar von Endertech. So, jetzt könnt ihr auch einordnen, wann das Video ungefähr aufgenommen wurde, aber egal. Der jetzt wirklich gerade vor 5 Minuten gepostet wurde und der mir geschrieben hat, was dieses komische braune Village-Viech aus Zelda-Mod ist. Dass es aus Zelda-Mod ist, habe ich tatsächlich schon selbst gesehen, denn man kann das ja sehen, wenn man das Viech anguckt, da oben, diese blaue Schrift, die sagt einem ja, was es ist. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, mal schnell eine Kuh angucke, sieht man das natürlich auch bei Entities. Da seht ihr Cow, da aus Minecraft steht da sogar bei, da oben steht es. Ich weiß nicht, warum sieht das jetzt eigentlich krass so aus, wie es aussieht. Und hallo Silex. Du bist hässlich. Geh weg. Los. Stirb. Danke. Sehr nett von dir. Ja, wo war ich gerade? Genau, bei dem komischen Viech. Also, jedenfalls, das ist aus der Zelda-Mods und es ist so eine Art Eisengolem anscheinend. Also so ein komisches Eisengolem-Kackviech da. Wenn ich das richtig lese, die Rechtschreibung ist ein bisschen verbesserungswürdig, ein minimales bisschen verbesserungswürdig. Wenn ich das richtig lese, bietet der Bomben, Schilde und Zelda-Schwerter an. Und irgendwie kann man auch ein Master Sword bekommen, also das Master Sword von Zelda. Irgendwie keine Ahnung, ob es dafür einen deutschen Namen überhaupt gibt, aber im Englischen heißt es tatsächlich Master Sword. Also gut, dass du das englische Wort benutzt. Und mit 15 Schaden, ja, gut. Killer, wie viel hast du schon? 8? Okay, gut, so langsam muss ich mal was aufwerten da dran. Aber ja, gut, 15 ist auch nicht so viel. Da müssen wir noch was Besseres kriegen. Aber naja, und er hat sich am Ende für die Rechtschreibung entschuldigt, dass ich das nochmal dazu sage. Er hat sich am Ende für die Rechtschreibung entschuldigt. Und witzigerweise hat er das auch bis auf das Entschuldigung groß geschrieben, wird 100% richtig geschrieben. Das finde ich das Witzigste an dem Text. So, jedes dritte Wort oder so ist, naja, gut, nicht jedes dritte. Aber viele Wörter sind falsch geschrieben, aber Entschuldigung wegen der Rechtschreibung. Da 100% richtig geschrieben mit einem Punkt am Ende. Respekt. Und überhaupt, du hast Punkte benutzt. Das ist schon mal mehr Satzzeichen als 99% der anderen Kommentarschreiber. Jetzt fehlen noch Kommas und Striche. Aber Kommas hauptsächlich. Denn Striche benutze nur ich irgendwie ständig. Ich habe das Gefühl, nie jemand anders benutzt Striche. Dabei liebe ich Striche. Striche sind toll. Also halt die Gedankenstriche, die ich immer mache, falls ihr meine Kommentare mal mir Kommentare geschrieben hat und ich mal länger antworten musste, dann seht ihr das häufig. Ich benutze nicht nur immer Absätze, die übrigens meiner Meinung nach das Wichtigste sind. Absätze. Scheiß auf Punkte. Absätze. Also das, was man mit dieser tollen Enter-Taste macht. Und wenn man, ich glaube, auf YouTube muss man Shift-Enter drücken, weiß ich gar nicht. Auf dem Handy muss man Return drücken. Was auch immer. Jedenfalls, tolle Sache. Das mag ich gern, Absätze benutzen. Und ansonsten aber benutze ich halt auch gerne so Leerzeichen, Strich, Leerzeichen. Also Leerzeichen minus Leerzeichen. Das benutze ich sehr gerne. Meistens da, wo ein Komma eigentlich hingehört, aber ich finde, das sieht irgendwie meistens besser aus. Das ist dieses eine kurze Pause machen, während man redet. Wenn ich jetzt rede und eine kurze Pause mache, dann würde man das Reden, Leerzeichen, Strich, Leerzeichen schreiben. Wenn ich jetzt rede und eine kurze Pause mache, dann wird das einfach hintereinander geschrieben. Oder mit einem Komma. Ich glaube eigentlich nicht mit dem Komma, dann eigentlich macht man kein Komma vorne und, aber es ist auch wieder nur eigentlich. Deutsche Rechtschreibung ist scheiße. Da stimme ich jedem von euch zu, der das glaubt, aber deswegen sollte man sie nicht vernachlässigen. Wenn ihr Englisch gut könnt, dann schreibt auf Englisch. Ist auch nicht das Schlimmste. Englisch ist sogar wichtiger als Deutsch inzwischen. Aber wenn ihr in Deutschland lebt, solltet ihr zumindest einigermaßen so deutsche Rechtschreibung beherrschen. Das wäre zumindest ganz schön. Und wenn man es immer und überall macht, dann lernt man es, verlernt man es nie. Deswegen benutze ich auch auf YouTube perfekte Rechtschreibung. Oder so gut ich es kann. Rechtschreibung, Großschreibung, Kleinschreibung, Zeichensetzung. So gut ich es eben kann. Bis auf, dass ich häufig Punkte durch Smileys ersetze, aber naja, das ist halt, weil das Internet ist. Das Internet ist ja nicht mehr Neuland. Und ehrlich weiß, der musste sein. Und wow, jetzt habe ich wieder vergessen, wo ich war. Okay, was auch immer. Ja, aber Rechtschreibung ist toll. Solltet ihr häufiger mal benutzen. Das ist ganz cool eigentlich, wenn man das benutzt. Denn wenn man sich halt nie daran oder nie abgewöhnt, richtig zu schreiben, dann gewöhnt man das sich auch nicht ab für die Schule und dann schreibt man, finde ich, generell besser. Wenn ich mir nie abgewöhne, falsch zu schreiben oder richtig zu schreiben, richtig zu suchen. Wenn ich mir nie abgewöhne, richtig zu schreiben, dann schreibe ich immer richtig. Und auch in der Schule immer richtig. Wenn ich noch zur Schule gehen würde, davon aber abgesehen, aber was auch immer. Wow, scheiße. Ich hasse mich wieder mal. Wieder viel zu lange geredet. Entschuldige dafür. Entschuldigt bitte. Und ich meine es auch nicht böse. Nur nochmal
großer Disclaimer oben drauf. Disclaimer. Was heißt das schon wieder auf Deutsch? Scheiße. Disclaimer. Ich habe mir inzwischen mal eine vernünftige App geholt. Oder nicht App. Wie heißt das? Erweiterung für Firefox. Ich benutze ja Firefox, weil bester Browser, und da gibt es eine Erweiterung für DickCC und die habe ich mir geholt. Wow. Dementi, Widerruf, Gegenerklärung, Ablehnungshinweis, Verzichtserklärung. Okay, Disclaimer. Haftungsausschluss. Haftungsausschluss ist, glaube ich, das deutsche Wort dafür. Haftungsausschluss. Also, Quick Disclaimer, kurzer Haftungsausschluss. Das klingt einfach scheiße, aber was auch immer. Deswegen sage ich auch Disclaimer. Ich meine es nie böse. Ich meine das immer nur. Ich möchte, dass ihr besser werdet. Deswegen mache ich auch diese Let's Plays. Ich will euch Sachen beibringen. Und wenn ich euch in meinen Let's Plays beibringe, wie die Rechtschreibung funktioniert, dann habe ich das größte Ziel der Menschheit schon erreicht. Denn irgendwie schaffen es die meisten Lehrer ja nicht, Leuten Rechtschreibung beizubringen. Also wenn ich es dann schaffen würde, dann wäre das ja so Nonplusultra, Alter. Also wenn ich es schaffe, ein paar von euch Rechtschreibung beizubringen, dann wäre das ist mir mehr wert, als euch allen 300 Millionen Jahre Minecraft beizubringen. Wenn ich einem vernünftig Rechtschreibung beibringen kann. Aber was weiß ich. Super. Gut. Aber damit dann auch zurück zum produktiven Teil der Folge, denn ich habe jetzt echt keine Lust mehr, noch da weiter darüber zu reden. Wenn ihr möchtet, könnt ihr darüber Kommentare schreiben und dann diskutieren wir in den Kommentaren weiter. Ich habe jetzt wirklich keine Lust, das Video weiter damit auszudehnen. Auch wenn ich es könnte. Ich könnte noch den Rest der Folge damit reden. So. Aber damit dann nach dem Cut dann auch endlich weitermachen. Jetzt habe ich den Cut gesetzt, um mich selbst daran zu erinnern, dass ich das dann auch da aufhören muss jetzt. Also, was wollen wir machen? Wir wollen diese Folge, jetzt noch in den letzten paar Minuten, endlich mehr Cobblestone. Denn Cobblestone haben wir gerade mal 11 Stück. Und 11 Stück Cobblestone ist eindeutig zu viel. Ich hasse es, nur 11 Cobblestone zu haben. Nachdem ich natürlich ein bisschen was in Stein geschmolzen habe und ein bisschen was aus Versehen noch in die Circuit Plates. Aber der Punkt ist, wir haben zu wenig Cobblestone, weil wir einfach gar keinen bekommen, außer durch Mining. Und wer will schon meinen gehen? Also nutzen wir doch wieder eine Mod, die wir schon letzte Folge benutzt haben. Und die einfach geil ist. Denn die hat nicht nur eine Funktion für Öfen. Nein, nein, sie hat noch ein bisschen mehr. Sie hat sogar einen integrierten Cobblegen, wenn man in das richtige Upgrade reinschmeißt. Also machen wir das diese Folge, nachdem ich erstmal ganz kurz die Kisten ausgeleert habe. Auch das Glas nochmal schnell raus, ist ja kein Problem. Glas ist immer toll, kann man immer gebrauchen. Und wenn ich da ein bisschen was habe, jetzt habe ich ein paar Stacks. Super. Also, diese Folge. Jetzt Cobblegen. Und Cobblegen bekommen wir tatsächlich ganz einfach. Erstmal bauen wir ein Loch unter unseren Drawer-Controller. Das ist erstmal das Wichtigste. Und mir fällt gerade was auf, was ziemlich blöd ist, aber gut, dann müssen wir das ein bisschen anders bauen, als ich gerade gedacht habe. Aber okay, kriegen wir auch hin. Als nächstes brauchen wir eine neue Adjustable Chest, denn wir haben keine mehr und ich möchte die hier nicht abreißen. Also brauchen wir eine Kiste und 8 Cobblestones. Wir haben zum Glück noch etwas mehr als 8 Cobblestones, also passt das gerade noch so. Aber auch wirklich gerade noch so. Einmal eine Kiste und einmal eine Adjustable Chest. Perfekt. Dann stellen wir die Adjustable Chest, ich würde jetzt sagen, hier hin. Oder? Ja, gleich dorthin. Aber machen erst einmal. Okay, gut, ich dachte gerade, ich hätte nichts bekommen. Machen aber erst einmal unter die gleich da seiende Chest einen Hopper. Der kommt hier hin. So, und dann kommt da drauf die Adjustable Chest. Zack. So. Der Hopper darf gar kein Hopper sein, sondern muss ein gefilterter Hopper sein. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Also, brauchen wir mal schnell ein Eisengitter. Genau. Und dann machen wir einmal so. Und wir bekommen einen Grated Hopper. Grated Hopper sind aus Hopper Ducts. Und eine der coolsten Sachen, die man nahen will, da haben kann. Und verbuggte Textur. Aber gut, wahrscheinlich Optifine mal wieder. Optifine macht sowas ja gerne. Und dann whitelisten wir dort Cobblestone. Alles, was ihr in diesen Slot hier packt, ist gewhitelistet. Und ihr könnt auch mehrere Items reinpacken. Es bringt euch halt überhaupt nichts. Einmal Low Power Mode, please. Und deswegen packt dort einfach immer nur ein Item rein. Und in meinem Fall ist das jetzt Cobblestone. Das heißt, also nur Cobblestone wird rausgezogen. Wir werden das gleich sehen, warum ich das brauche. Also, Adjustable Chest oben drauf. Und was wir jetzt noch brauchen, ist das entsprechende Upgrade. Also mal wieder Better Chests. Und welches Upgrade brauchen wir? Cobblegen, 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 Cobblegen. Da. Nee, Rain. Cobblegen, Cobblegen, Cobblegen. Comparator, nein. Cobblegen, Cobblegen. Cobblegen. Gen Upgrade. Das da. Dafür brauchen wir mehr Cobblestone, als wir gerade haben. Seriously, dein verflixter Ernst. Ja gut, scheiße. Wo kriege ich mal eben Cobblestone her? Habe ich Cobblestone? Ach, ich kriege natürlich ganz einfach Cobblestone. Ich habe Stein.
1, 2, 3, 4, 5, 6 und einfach abbauen. Und ich habe Cobblestone. Wunderbar. Die einfachste Methode, um Cobblestone zu bekommen, ist Stein abzubauen. Wenn man auch welchen hat. Dann brauche ich ein Upgrade. Cobblestone Upgrade. Ich brauche noch zwei Buckets. Die habe ich schon. Zwei Buckets und ein Upgrade. Und das Ding braucht auch nichts weiter, ne? Nö, gut. Dann brauche ich also noch ein Upgrade. Wahrscheinlich habe ich auch das nicht mehr. Nö, super. Dann brauche ich nämlich noch wieder vier Iron Bars. Nicht drei, genau vier. Und dieses Ding und Upgrade. Einmal, please. So, perfekt. Acht Stück, das reicht erstmal. Und dann haben wir unser Cobblestone Upgrade. Und das machen wir jetzt auf die Kiste. Zack. Und jetzt brauchen wir Folgendes. Wir brauchen noch einmal zwei Eimer. Die habe ich nämlich nicht gedacht, dass wir den craften. Ich habe das tatsächlich nicht vorhin geguckt. Wir können Eimer auch aus Zinn craften, was sehr praktisch ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Silot-Rezept ist oder von einer der Mods hinzugefügt wurde. Aber wir brauchen einen Wassereimer und einen Lava-Eimer. Denn jeder weiß, Wasser und Lava gibt Kobbel. Und dann schmeißen wir die beiden da rein und wir bekommen Cobblestone. Und zwar sogar ziemlich schnell, wie ihr seht. Und dieser Cobblestone wird sofort vom Hopper aufgesaugt. Aber nicht die Eimer. Denn wenn die Eimer raus sind, seht ihr schon, dass nichts mehr passiert. Nur der Cobblestone wird rausgezogen. Würden wir einen normalen Hopper benutzen, dann würde das natürlich nicht funktionieren, denn ein normaler Hopper würde ja nicht filtern nach Cobblestone und wir würden den Eimer auch aus Versehen rausziehen. Und dann seht ihr schon, das passiert und das bringt uns überhaupt nichts, denn wir wollen ja gerade, dass die Eimer da drin bleiben. Also, Grated Hopper nehmen, den gefilterten, Cobblestone reinschmeißen und Lava, Wasser. Und wo ist der zweite Wassereimer? Da, okay, cool. Einmal auch mal wieder abbauen. Und du einmal wieder hin. Und das Cobblestone Upgrade wieder rein. Und eins und zwei. Perfekt. Und damit bekommen wir Cobblestone. Komplett kostenlos und einfach. Und noch schneller und einfacher als mit jeder anderen Maschine, die ich je bisher benutzt habe, um Cobblestone zu bekommen. Sogar besser als Transfer Nodes. Und dafür aber relativ langsam im Verhältnis. Aber wir brauchen es ja auch gar nicht schnell. Denn wir brauchen jetzt nur noch Folgendes machen. Wir brauchen nur noch ein paar Hopper-Ducts. Davon haben wir auch noch ein paar. Das ist nämlich leider die einzige Möglichkeit, um Hopper nach oben zu verlegen. Dann bauen wir uns noch ein bisschen nach unten. Machen einmal so. Und ich glaube, ich muss mir noch ein bisschen weiter nach unten in der Richtung bauen. So. Und hier noch. Und dann machen wir die einfach so und so. Und fertig. Damit sollte der Cobblestone jetzt hier reingehen. Und weiter gehoppert werden und dort oben reingehen. Und ihr seht schon, langsam aber sicher füllt sich diese Schwarm mit Cobblestone. Ganz langsam und einfach und billig. Und einfach so, just cause, füllt sich dieses Ding mit Cobblestone. Weil wir dieses Upgrade da reingemacht haben. Heißt also, jetzt haben wir schon mal endlich Cobblestone. Und dann endlich Cobblestone ist toll. Cobblestone ist immer eine sehr, sehr wichtige und hochpräzise Variante der Baukunst. Wow, das war perfekt gesagt, RSGH. Dafür gibt es 9 von 10 Sternen. Wobei 10 das schlechteste ist. Wow. Gut, das alles wieder weg. Und dann haben wir tatsächlich das geschafft. Wir haben Cobblestone mal eben gemacht. Und mal eben automatisiert. Was wir jetzt noch machen können, um uns das Ganze noch ein bisschen zu erleichtern, das Leben noch ein bisschen zu erleichtern, ist, dass wir jetzt noch ein Void-Upgrade auf die Drawer packen. Denn irgendwann, wenn auch nach sehr langer Zeit, aber irgendwann wird diese Cobblestone Drawer voll werden. Und wenn die voll ist, dann kann sie keine Items mehr annehmen. Das heißt also, diese Hopper-Ducts werden alle backstuffen, jedes von denen hält einen Stack, das heißt, die werden alle einen Stack halten, dann wird die ganze Kiste voll werden, deswegen habe ich auch noch eine kleine Variante genommen, also noch nicht mit Upgrades draufgeschmissen. Und wenn die Kiste voll ist, dann ist die voll und dann ist Schluss, dann wird kein Cobble mehr generiert. Aber wir wollen vielleicht von oben, wenn wir von einer Mining-Expedition kommen, den Cobble auch loswerden. Das heißt, wir bekommen von der Mining-Expedition haben mehrere Stacks Cobble und wollen ihn loswerden. Und vielleicht hat nicht jeder das, was ich vielleicht noch nächste Folge bauen werde, wenn es mir gerade auffällt. Das kann ich nächste Folge bauen, das Ding. Aber vielleicht hat das nicht jeder von den Leuten, die hier spielen. Also berechne ich das mit ein, denn ich bin ja eine sehr hochintelligente Person und bin sehr, sehr mitfühlend und weiß immer genau, was andere Leute wollen. Natürlich, das ist 100% was ich bin und wie ich bin. Was ich bin vor allem, das ist 100% sogar noch richtig. Das ist, was ich bin. Und deswegen bauen wir ein Void Upgrade für die Drawer und schmeißen das da drauf. Und jetzt nimmt die Drawer immer Items an.
Und wenn sie voll ist, dann nimmt sie weiterhin Items an, aber alles, was überschüssig ist, wird gelöscht. Das heißt, basically, die Kiste dort unten wird niemals voll, was seine Nachteile hat, aber gleichzeitig auch nicht wirklich, denn die Hopper sind sowieso zu langsam. Der Cobble-Gen ist fast genauso schnell, wie der Hopper ist, nicht wäre, wie der Hopper ist, und dementsprechend würde es nicht viel bringen, wenn wir die Kiste sich auffüllen lassen, weil der Hopper gar nicht die Kiste wieder entleeren könnte, so schnell, wie sie wieder neu generieren würde. Also lohnt sich das gar nicht. Dementsprechend kann das Ding jetzt einfach Cobble generieren aus nichts und wir bekommen immer eine volle Draw. Und wenn mal jemand wieder von einem Mining Trip mit 30 Stacks Cobblestone wiederkommt, einmal doppelklicken und dieses Inventar ist trotzdem leer, weil das Ding immer Cobblestone annimmt. In meinem Infinity Display habe ich das ein bisschen anders gekriegt, da habe ich eine Trash Can genommen und das automatisch in Cobblestone in Trash Cans einsortiert. Aber naja, da ist ja auch nicht halt nichts drin. Hier ist ja kein LP drin, also kein Logistics Pipes. Aber gut, dann ist die Folge damit schon wieder beendet. Wow, gut. Dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, benutzt den ganzen Stuff jetzt on screen. Sorry für das ganze Gelaber, noch einmal. Ihr kennt diese Folgen. Ihr wisst, dass es ein bisschen anders ist in diesen Folgen als in Infinity, wo ich produktiver sein kann, will, was weiß ich. Aber ja. Schreibt gerne in die Kommentare, let the comment wars begin, macht das ruhig, ist alles okay. Ich werde euch nicht dafür umbringen, kann ich sowieso nicht. Ich weiß gar nicht, wo ihr lebt. Außer ihr sagt es mir, dann komme ich natürlich mit dem Auto extra nach Bayern gefahren oder so. Denn die meisten von euch scheinen irgendwie in Bayern zu leben, warum auch immer. Verstehe ich gar nicht, wie man da leben kann. Ja, wow. Und der Stuff on Screen ist wahrscheinlich schon wieder nicht da, aber gut, ich brauche viel zu lange für das Outro. Was weiß ich. In der nächsten Folge jedenfalls, jetzt benutze ich den Stuff on Screen, der wahrscheinlich jetzt da ist, denn ich fange jetzt mal schnell damit an. Jetzt ist wahrscheinlich das Stuff on Screen da, so. Und in der nächsten Folge würde ich sagen, habe ich schon eine große Idee. Wir werden einmal dafür sorgen, dass wir niemals das Void Upgrade gebraucht hätten für uns. Das ist einmal ein Punkt, den ich machen möchte, dass wir das Void Upgrade gar nicht brauchen für uns selbst. Und ein zweiter Punkt ist, genau, dass wir auch Cobblestone mehr bekommen. Denn wir haben momentan viel zu wenig davon, immer noch. Und wir bekommen ihn viel zu langsam. Also muss ich dafür sorgen, dass wir mehr und schneller bekommen. Aber gut, das war's dann für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Bla 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 bla, da war ich überall schon. Dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss.